Liebe Freunde, liebe Mitmenschen und vor allem liebe Kinder, ich bin Gerd Pohl. Wir sind hier bei Pützroth in Bergisch Gladbach, im Haus der menschlichen Begleitung und in den Gärten der Bestattung. Ein Ort der Ruhe und des Friedens inmitten der Stadt, eine Oase des Trostes und der Hoffnung in einer Welt, in der es leider immer wieder auch traurige Menschen gibt. Es gibt hier viel zu sehen und viel zu erleben. Hier werden spannende Geschichten erzählt und es gibt geheimnisvolle Dinge zu sehen. Und einige von diesen Geschichten, einige von diesen geheimnisvollen Dingen, die möchte ich euch gerne in einer kleinen Filmreihe zeigen. Heute befinden wir uns in der Bibliothek bei Pützroth. Die Bibliothek, das ist der Raum, in dem die Bücher aufgehoben werden. Und das passt ganz gut, denn die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, die habe ich aus einem Buch rausgenommen und für euch ein ganz klein bisschen umgewandelt. Und das Buch ist ein sehr bekanntes Buch. Es heißt »Der kleine Prinz«. Und die Geschichte, die geht so. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Junge, der war ungefähr so alt wie ihr. Und der Junge, der hatte ein Hobby. Ein Hobby, das ist etwas, was man ganz besonders gerne macht. Das nennt man ein Hobby. Und dieser Junge, der hat ganz besonders gerne gemalt. Bilder gemalt. Mit Wasserfarben oder Filzstiften oder mit Kreide auf dem Boden, ganz egal. Hauptsache Bilder. Aber da gab es ein Problem. Denn immer wenn der Junge den großen Leuten, den Erwachsenen, die Bilder gezeigt hat, haben die großen Leute nie kapiert, was auf den Bildern drauf sein sollte. Die großen Leute haben die Bilder nie verstanden. Ich habe euch mal das allererste Bild mitgebracht, das der Junge gemalt hat. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr erkennt, was das sein soll. Hier ist es. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt das Gleiche, was die großen Leute immer gesagt haben. Die großen Leute haben immer gesagt, das ist ein Hut. Das sollte aber gar kein Hut sein. In Wirklichkeit sollte das eine Schlange sein. Eine lange Schlange, die in der Mitte so dick ist, weil sie einen Elefanten verschluckt hat. Aber wie gesagt, die großen Leute haben das nie geglaubt. Die haben immer nur gesagt, das ist ein Hut. Und deswegen hat der Junge ein zweites Bild gemalt, sein Bild Nummer zwei. Und das sah jetzt aus, als wenn man in die Schlange hineingucken könnte. Und dann sah die Schlange so aus. Die Schlange mit dem Elefanten im Bauch. Aber es half alles nichts. Immer wenn der Junge den großen Leuten nur das Bild Nummer 1 gezeigt hat, haben die wieder nur gesagt, das ist ein Hut. Genau.
Und eigentlich wollte der Junge, als er groß wurde, als er erwachsen wurde, wollte der Maler werden von Beruf, Bildermaler, Künstler. Aber er hat sich gesagt, das hat ja keinen Zweck. Wenn die großen Leute meine Bilder eh nicht erkennen, dann kann ich das mit der Malerei auch sein lassen. Und deswegen hat er einen anderen Beruf gelernt. Und zwar hat er gelernt, wie man Flugzeuge steuert. Der ist Flieger geworden, Pilot. Und er ist mit seinem Flugzeug überall in der Welt ein wenig herumgeflogen und er hat viele große Leute unterwegs getroffen. Und immer wenn er jemanden getroffen hat, von dem er dachte, na, der ist ein bisschen klüger als die anderen, dann hat er ihm das Bild Nummer 1 gezeigt, um ihn zu testen. Er wollte mal gucken, ob der andere wirklich so klug war, wie er tat. Aber überall auf der ganzen Welt haben die Leute nur gesagt, das ist ein Hut. Aber eines Tages geschah etwas Merkwürdiges. Der Flieger flog gerade mit seinem Flugzeug über Afrika. Da passierte es, dass das Flugzeug hoch oben in der Luft plötzlich eine Panne hatte. Irgendetwas war am Motor kaputt gegangen. Der Flieger schaffte es gerade noch, das Flugzeug zurück auf die Erde zu bringen, sonst wäre er abgestürzt. Jetzt saß er also unten in Afrika mit seinem kaputten Flugzeug, und zwar dummerweise nicht in der Nähe von einem Dorf oder einer Stadt. Nein, nein. Er war mutterseelenalleine in der Wüste. Und zwar in der größten Wüste, die es gibt auf der Welt, in der Wüste Sahara. Und? Was gibt es in einer Wüste nicht? Richtig. Wasser. Da gibt es nichts zu trinken. Der Flieger, der hatte zwar eine Flasche Wasser dabei, aber die reichte vielleicht für 2 Tage. Und er hatte richtig Angst, dass er verdursten müsste. Er hatte zum Glück etwas Werkzeug dabei und so versuchte er mit einem Hammer, einer Zange und einem Schraubenzieher den Motor wieder irgendwie zu reparieren, damit er weiterfliegen konnte. Und während er da so arbeitete, merkte er nicht, wie hinter ihm, hinter einem Sandhügel auf einmal ein kleiner blonder Junge auftauchte. Und der Junge, der schlich sich von hinten an den Flieger ran, der merkte das gar nicht, der war ja da am Arbeiten. Der Junge tippte dem Flieger auf die Schulter, der erschreckte sich und sagte, Mensch, musst du dich so anschleichen? Da schlottern einem vor Schreck ja die Knie. Sag mal, Wer bist du überhaupt? Was willst du von mir? Und da antwortete der kleine blonde Junge, was ich von dir will, kann ich dir sagen. Mal mir ein Bild. Ich kann nicht malen, knurrte der Flieger. Jeder kann malen, rief der Junge. Jetzt mal mir ein Bild. Ich habe auch keine Zeit zu malen. Ich muss mein Flugzeug reparieren. Mal mir ein Bild. Ich habe keine Zeit. Soll ich hier vielleicht verdursten? Mal mir ein Bild. Hör mal, du gehst mir langsam auf den Wecker. Mal mir ein Bild. In Ordnung, rief der Flieger. Du gibst ja doch keine Ruhe. Sprach es und zeichnete für den Jungen das Bild Nummer 1. Und zum ersten Mal war die Antwort nicht, das ist ein Hut, sondern der Junge guckte sich das Bild an und sagte dann, »Och, ja, das ist wirklich hübsch. Eine Schlange, nicht wahr? Eine Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat.« Und da sagte der Flieger, »Ja, hör mal. Das ist ja noch nie passiert, dass das jemand erkennt. Woher weißt du denn das?
Und da antwortete der Junge, woher ich das weiß, kann ich dir sagen. Ich habe hier in der Wüste einen Freund, der ist sehr klug, einen kleinen Fuchs. Und Kinder, das stimmt tatsächlich. Es gibt in der Wüste tatsächlich Füchse, die können da merkwürdigerweise überleben. Wüstenfüchse sind entzückend, ganz klein, aber mit solchen Ohren. Und der Fuchs, sagte der kleine Junge, der hat mir ein Geheimnis geschenkt. Und das Geheimnis heißt... Und jetzt passt gut auf, weil jetzt kommt ein schwieriger Satz. Ihr werdet ihn aber gleich verstehen. Das Geheimnis heißt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Die wichtigen Dinge, die richtig wichtigen Dinge auf der Welt, die kann man mit den Augen nicht sehen. Da dachte sich der Flieger erst, naja, das ist ja ein ziemlicher Quatsch. Zum Gucken sind natürlich die Augen da, aber doch nicht das Herz. Das Herz sitzt tief drin in der Brust, damit kann man doch nicht sehen. Aber nach einiger Zeit begriff der Flieger, was mit dem Geheimnis gemeint war. Und ihr versteht es gleich auch. Ich gebe euch nämlich mal ein Beispiel. Guckt, mit den Augen, die ihr im Gesicht habt, die ihr im Kopf habt, mit den Augen könnt ihr zum Beispiel zu Hause Papa und Mama sehen. Klar. Sieht man, aha, da ist die Mama, da ist der Papa. Okay. Aber wie wahnsinnig lieb euch Mama und Papa haben. Das kann man mit den Augen nicht sehen, aber das kann man hier drin fühlen, im Herzen. Wenn die Mama zu euch sagt, ich hab dich lieb. Oder wenn der Papa sagt, du bist mein größter Schatz. Und wenn es sich dann hier drinnen auf einmal so anfühlt, als wenn es ganz warm wird und hell und weich wie Wachs. Die Liebe von Mama und Papa oder von Oma und Opa oder von euren Geschwistern oder von euren besten Freundinnen und Freunden, die kann man nicht sehen mit den Augen, aber man kann sie hier drin fühlen. Und das bedeutet es, mit dem Herzen sehen bedeutet mit dem Herzen fühlen. Ich meine, klar, die Augen sind auch wichtig, damit man draußen nicht vor den Baum läuft. Aber die richtig wichtigen Dinge, und Kinder, glaubt's mir, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als die Liebe. Die kann man eben nicht mit den Augen sehen. Die muss man spüren, fühlen, mit dem Herzen sehen. Übrigens, dem Flieger, dem ist nichts passiert. Der hat's geschafft. Der hat seinen Motor reparieren können und ist wieder nach Hause geflogen. Aber das Geheimnis, das ihm dieser merkwürdige kleine blonde Junge in der Wüste geschenkt hat, das hat er nie vergessen. Das hat er immer für sich verwahrt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die wichtigen Dinge sind für die Augen unsichtbar. Bleibt fröhlich und gesund. Passen wir gut aufeinander auf.